Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Parashat-Talk zu Parashat Vayikra. Wir beginnen das dritte Buch der Torah, Vayikra, Levitikus, wo es vor allem auch um den Opferkult im Mishkan, im Stiftzelt und später auch im Beit HaMikdash geht. Dabei gibt es sehr viele verschiedene Kategorien von Opfern, von Korbanot, für unterschiedliche Anlässe, Situationen und Personen. Beiden Personen unterscheidet man zwischen Individuen aus dem Volk, die Sündigen, und Personen mit einer führenden Position, wie der Nasi, der weltliche politische Anführer, König oder modern der Präsident. Dabei fällt im Wortlaut der Torah auf, dass währenddem beim Individuum aus dem Volk steht, Ve'im nefesh achat techeta, wenn eine Person aus dem Volk sündigt, so steht anders beim politischen Anführer, beim Nasi, Asher Nasi Yecheta, der Anführer, der sündigen wird. Das Wort im, wenn, das heißt der Konjunktiv, wird beim Nasi weggelassen. Wieso? Erklärt Sforno, Zedavar Matsui, weil die Tatsache, dass ein politischer Anführer sündigt, weil das etwas Gängiges, Übliches, Häufiges ist. Der israelische Politiker Nathan Sharansky, der in der ehemaligen Sowjetunion als Dissident und Refusnik aktiv war, er sagte einmal über sich, ich bin der einzige israelische Politiker, der im Gefängnis saß, bevor und nicht nachdem ich in die Knesset gewählt wurde. Wie man auf Englisch sagt, power corrupts. Macht macht korrupt. Das ist sich die Torah sehr wohl bewusst und sie versucht, diese Realität auch nicht schön zu reden. Deswegen fordert Gott in Parashat Shoftim den König Israels auf, er müsse sich eine persönliche Torah-Rolle schreiben, die er überall mitnimmt und immer wieder studiert, damit eben auch der König sich den Gefahren seiner Macht bewusst wird. In diesem Sinne verstehen wir Rashis Kommentar zum bereits erwähnten Satz in unserer Parasha, Asher Nasi Yecheta, der Anführer, der sündigen wird. Sündigen heißt in diesem Kontext ein unabsichtliches Vergehen. Dazu sagt eben Rashi, ein Lob Ashrei dem Zeitalter, dessen Anführer darauf achtet, selbst für seine Versehen eine Sühne zu bringen, umso mehr wird er seine böswilligen Taten bereuen. Dass Politiker und Anführer, auch Rabbiner, absichtlich und unabsichtlich Fehler begehen, das lässt sich fast nicht vermeiden. Doch umso wichtiger ist es deshalb, dass wenn sie diese Fehler begehen, sie wenigstens zugeben können, sich dafür aufrecht entschuldigen und sich danach wirklich verbessern. Shabbat Shalom.